schaffen? Ich weiß nicht, keine Ahnung, ganz bestimmt. Ja, das erinnert mich, als ich auch so naiv war. Genau. Also warte, ich setze setz jetzt einfach mal einen Trank ein. Erstens, weil ich glaube, das hilft uns. Und zweitens, weil ich so viel Platz in meinen Dingen habe, ich muss da ein bisschen Platz loswerden. Der Daniel ist wie Bob der Baumeister. Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das. Außerdem geben einige von den Erfahrungsbonus, also warum nicht, ne? Das ist gecheatet. Was nehmen wir denn hier für ein? Kritischen Trefferschaden, Giftwiderstand, weißt du was? Hier sind doch viele Giftgegner, oder? Ja, weißt du was? Ich konnte halt einfach. So, ich habe jetzt einen Anti-Gift-Trank getrunken. Jetzt könnt ihr mich mal mit ihren Gift. Dann gehe ich jetzt eins des Eisenstachels. Ich sehe aber nur, wie man so eine Schale voller Nadel ganz ohne Milch. Ja, ich habe eine 8 von 9. Wo ist der scheiß Dungeon? Der muss aber mir irgendwo angezeigt werden. Der ist wortwörtlich ganz oben auf der Karte. Das ist der ganz oberste Dungeon auf der Karte. Ah, da, boah. Ja. Können die Monster auch uns widerstehen? So. So. Hast du auch einen Trank genommen jetzt? Ich trinke nicht, Daniel. Du weißt, dass ich nicht trinke. Ja, dann will ich ja meinen Abstand nur noch weiter erhöhen. Mein Erfahrungsgewinn. Deshalb sage ich ja, das ist gecheatet. Aber ich mag cheaten. Hey, pass mal auf. Hey, was geht? Hey, was geht? Schilder. Oh Gott, ich will da nicht rein. Ich höre die ganze Zeit wie Sachen droppen. Aber ja, ich gehe da nicht rein. Der hat mich jetzt umgebracht. Ich komme nicht vorbei. Lass mich durch. Eine Sekunde, eine Sekunde. Aua! Warte, ich beleg mich. Gott. Das war ja schon ein guter Start. Ich war zu tief in den Gegnern drin. Hätte mich nie im Leben wieder beleben können. Ja, ich habe wieder nicht mitgekriegt, was mich umgebracht hat. Ich wollte eigentlich da gerade raus. Von geschauderten, aufgesprengten Leichen So. Wo sind wir? Ah! Ach, was, ey! Könnt ihr das mit dem Blitzen mal reinlassen? War bei Kleinen hier kaputt. Ja, toll, die überleben ja alles. Oh, diese blöde Schildkacke. Ich kann nichts dagegen machen. Natürlich für die zwei Elite-Gegner, die auf mich los sind, die Idee. Aus dem Weg! Die haben sich wieder zurück, ja, die haben sich wieder zurückgezogen, ne? Naja, hier sind noch ein paar Gegner. Aber wir halten ja alle so viel aus. Ich will gar nicht down. Ja, ich auch nicht. Wir sind so ganz kleine Gegner hier.
Ist ja auch nirgendwo ein Buffer? Alter, lass mich los! Ich bin noch nicht bereit. Oh, oh Gott. Ich bin gleich schon wieder tot, ey. Hey, der Dicke hält weniger aus als die Kleinen. Oh, dieser blöde Schildwichser geht mir auf den Sack. Wurde er gerade geheilt? Willst du mich auf den Sack gehört? Sehen wir den seine Dings hochgegangen. Au, au, au. Ich bin noch nicht bereit. Boah, wo ist denn hier ein Buffer, ey? Oh, hier kannst du nicht durch. Okay, ist das der Boss, den ich da gerade verdresch? Aua, aua. Sobald ich da runtergehe, bin ich tot, so. Da, oh, ich habe keine Tränke. Nein, da liegt ein Trank. Komm her, ein Stück, komm her, ein Stück, komm her, ein Stück, komm her, ein Stück. Aua! Okay. Ein Trank. Ja, daneben, du Stück. Die sind einfach wieder. Ich weiß nicht, wer die da hochgebracht hat. Ist das der Dungeon-Effekt, dass die weniger Schaden nehmen oder was? Ja, die sind ja jetzt hier easy kaputt gegangen. So, da ist ein Buffer da unten rechts. Hat die von da aus hier hochgebufft oder was? Weiß nicht. Warte, die schnapp ich mir. Und den anderen Buffer auch. Ich muss warten. Komm her, ein Stück, komm her, ein Stück, komm her, ein Stück. Oh, alle beide Buffer erledigt. Ich hab die Ratte gerammt. Warte, ich. Oh Gott. Ich habe auch meinen Anti-Gift-Trank genommen. Ja, was? Ich weiß noch nicht, ob der noch anhält, nachdem man irgendwie gestorben ist oder so. Ich muss mal kurz gucken. Da irgendwo Elixiersgift Widerstand, ja, doch, ist immer noch hier. Ich habe mich ja gerade schon wieder belebt, deswegen. Oh, ich habe die Tor geöffnet und Gegner sind aufgetaucht. Das kennen wir ja schon. Oh Gott, der spuckt schon wieder Feuer. Ah, Terrorkolben, wir sehen uns wieder. Was? Kolben? Der Terrorkolben. Die Waffe. Hast du oder was? Das ist eine Waffe, ja. Und mein Name auf der Highschool. Oh Gott. Da unten stand gerade irgendjemand, ne? Hier ist ein Boss. Ich glaube, hier geht es darunter doch gar nicht. Hier ist noch ein Räumchen. Hey, der Spawn Gegner, das gefällt mir gar nicht. Okay, hier ist nur einer drin. Okay, der macht wieder so eine grüne Flutwelle. Ja, ich komme schon, ich komme schon. Ich habe eine andere Gruppe von Gegnern getriggert. Wo ist er? Da. Warte. Ich mache die Gruppe da unten. Ja. Noch ihr HP.
Oder gar nicht geheilt. Ich bin noch nicht bereit. Okay. Jetzt komme ich. Ja, ich habe schon wieder Tränke. Ah. Zwei, drei Gegner mit einem diesen dicken Schlag hier, ey. Sehr schön. Oh, ich habe wieder 9 Tränke, sehr gut. Ich muss warten. Ah, nur ein paar Gegner getriggert wie immer. Ich teleportiert. Okay, irgendwie löse ich nicht diesen Wirbelwind aus. Ich dachte, diese Waffe soll den Wirbelwind auslösen. Ah, nee, ah. Nee, okay, ich muss doch zu meiner nächsten Axt wieder zurückgehen, weil der Effekt bringt da gar nichts. Hm. Ja, was ist denn? Nee, der tut einfach nur einmal eine Angriffe, die ich nicht habe, hier aufballern. Ich dachte, er tut automatisch irgendwie so einen Wirbelwind auslösen nach einer Zeit. Muss er dann ausrüsten oder was? Ja. Aber habe ich nicht. So, wo gehen wir noch? Ich muss mal die anderen Knoten hier von meinem Paragon-Brett hier ausrüsten, das ich hier unten ignoriert habe. Maximales Leben, das wäre doch nicht schlecht, ne? Rüstung, maximales Leben, maximales Leben. Willenskraft, Geschicklichkeit. Ne, gehen wir hier hin. Da hin. Dann habe ich alle Sachen hier eingesammelt, alle wichtigen Dinger. Mein Brettchen. Krieg ich ein bisschen mehr AP. Den schon mal da unten. Wow. Oh, jetzt hat er wieder voll Energie, dieser Pisser. Ah, ich will nicht wieder rauf. Gehst du leicht hoch und gehst du leicht runter. Ja, was geht? Ja, was geht? Was überhaupt machen? Das steht versunkene Glocke. Ah, sehr gut abgeteilt. Ich glaube, ich habe gerade einen Alp vom Siegel eingesammelt. Einen habe ich. Nach Papa? Ja, da waren zwei Stück. Einen habe ich. Gib mir was Gutes, jawohl. Wo seid ihr alle?
Ah, oh, ich hab mich zurückverwandelt. Gott, schnell tot gewesen. So. In diese blöden Glocken. Sollten die nicht irgendwie immun gegen Verwundbarkeit sein oder so? Oder nicht? Trotzdem steht da verwundbar, ey. Vielleicht sind die doch resistenter. Aua. Ich dachte, du hattest irgendwas vorgelesen, dass die Gegner hier keine nicht verwundbar sein können. Die Dauer von Verwundbarkeitseffekten gegen Monster ist um 60% verringert. Achso, die Dauer. Da ist halt ja nur 60%, das ist ja eine Sekunde, nicht mal eine Sekunde. Ja, wo müssen wir denn jetzt hin? Ja, wieso gehe ich wieder darauf? Ey? Er geht die Leiter hoch, er geht die Leiter runter. Hm. Das gar nicht gesehen. Was geht? Diesen einen Typen habe ich voll gegen die Wand gerammt. So mal der Anfang so schwer. Weil wir jetzt den Dreh raus haben. Ja, genau. Wir spielen jetzt von komplett anders als vorher. Luban zu, hier haben wir letztens gemacht. Ich bin noch nicht bereit. Das ist schon wieder so ein Schildtyp, ey. Wo sind diese Glocken, die war kaputt, Mann? Müssen... Oh, hey. Macht ihr beiden den ja? Ich will auch. Nein, das Ding kommt auf mich zu. Oh, eine prächtige Truhe. Oh, der hat was fallen gelassen für mich. Oh, oh. Heilig, ey. Beinschutz heilig. Boah. Das ist auch die Todesglocken hier, ey. Oh, schalte beim Auseinandernehmen ein neues Design frei. Cool. Wenigstens etwas. Oh, da ist eine Glocke. Ich renne gegen sie. Ich renne dagegen. Boom. Aua. Ich bin voll dagegen gerannt. Jetzt mache ich so kaputt. Sie ist kaputt. Da war doch. Okay. So, eine Glocke haben wir erledigt. Jetzt gehen wir den anderen beiden auch noch auf die Glocke. Kopf irgendwo gegen gehauen? Oh, ja. Hat sich so angehört, ey. Ich hab du jetzt das nicht gesehen. Das war peinlich. Oh, wie mache ich dieses Porzellan kaputt? Mit meiner Hand, mit meiner Waffe oder meinem Kopf? Ich bin noch nicht bereit. So, was zum... Warum haben wir den fast schon kaputt gemacht? Er hat ihn kaputt gemacht? Da ist gerade ein Explosionspass hochgegangen. Okay, das weiß ich nicht. Ich habe euch Schaden genommen. Oh, Shell Tiny. Oh, der macht eine Welle. Macht eine große Welle um mich. Laola Welle. Oh, der auch. Ich glaube, ich bin betäubt. So, der ist weg. Okay. Ah.
Wir kommen auf uns zugestürmt, ich komme auf euch zugestürmt. Wie so ein stürmender Stürmer-Typ. Ich bin noch nicht. Ich stehe einfach nur so vor dem. So, so, jetzt setze ich meinen Wirbel ein. Oh, warte, ich habe gar keine Wut. Ich stehe einfach nur so blöd darum. Dann haut der mich einfach mit seiner Welle und tut mich beinahe One-Shot. So. Das ist die nächste Glocke. Bong. Oh, die ist weg. Die hat keine Chance. Aber ich bin tot. Wie ist denn das passiert? Gesehen. Aber du konntest es nicht glauben, nicht wahr? Oh, oh, oh. Oh, ah, oh. Ich unterbricht mich. Ah, ich werde schon wieder recht. Du hast ja aus meinem Torstoß rausgetan. Du hast ihn gerettet. Ah. Wie habe ich den denn gerettet? Du hast ihn mit den Tentakel angezogen. Ey, manch, du weißt gar nicht, wie oft ich schon meinen Golem auf jemanden losschicke und dann ist der nicht mehr da, weil du den weg. Ich tue einfach nur den machen und du ziehst den einfach so in Sicherheit. So. Ja. Keine Angst, Bro. Ich und dann rennt ja dann in eine Klippe runter. Ja. Der wollte den Gegner die Klippe runterschubsen und ich ziehe ihn dann weg und dann fliegt er selber die Klippe. Oh, das ist, glaube ich, das hört sich neu an. Scirocco-Höhle. Nee, ich glaube, das haben wir, glaube ich. Das ist in Kyrgyzstan. Nee, haben wir. Ah. Habe ich auch gerade eine gefunden. Das ist der Windwolf aus Aladdin. Ja. Das war so eine Folge aus der Serie Aladdin. Okay. Ich muss schon sagen, ich dachte, du meinst die Höhle, das ist so ein Tiger. Ja, der ist Raja. Der ist Raja. Nee, den meine ich nicht. Ich meinte die Höhle hier, die Wunderhöhle. Aber da auch so ein Tiger. So ein Tigerkopf. Ich weiß jetzt nicht, wovon du redest. Was für eine Wunderhöhle, da wo der Ding. Wo die Lampe bekommen hat. Da war da so ein. Ich rede ja jetzt nicht von dem Film, ich rede von der Serie. Ja, und ich rede von dem Film. Da hat im Mogel gerade irgend so ein Winddämon und Scirocco. Okay. Ich stamm voll auf den Typen mit. Okay. Da ist meine Glocke. No, erledigt. Okay. Kommt hier rein, Leute. Ist voll bequem. Ich meine, echt keinen Schaden hier runter. Nice. Haha. Da war noch gechillter. So, was habe ich gewonnen hier? Nichts. Boah. Wow, das ist sehr viel besser. Ja, während ihr im Berserker-Modus seid, plus 0,2%. Okay, das ist auch ein Schild, erklärt alles. Man macht das Kurzschwert, der blau ist. Oh mein Gott, das ist sogar schwächer. Ab nach Kyowa-Stadt. Wie war das hier? Überflutete Tiefen, Scores Glen. Boom. Das ist Nebenquest, neben Dungeon Nummer 13. Boom. Okay. Ich muss meine alte Axt wiederholen, weil
Die bringt wenigstens dann irgendwas. Es hat 200 Punkte schwächer. Oh, was soll's. Oh, gib mir mal eine geile Aktie da bitte. Die ist ja hochgeballert. Oder soll ich vielleicht mein Schwert? Jetzt habe ich die fallen gelassen. Ah. Ja, kannst du. Staubteufel Schädelspalter. Na, da stand was über Barbaren. Passt auch besser zu meinem Design, die Axt. Die Ästhetik muss ja auch stimmen. Barbaren Daniel, Barbaren Daniel, So. Neues Design. Nice. Nice. It's quite nice. Du kannst auch Albtraum Dungeon hier wieder verwerten. Ja. Ich meine beim Schmied. Nee. Doch. Ja. Ja, das steht da. Ich bin ja gerade beim Schmied. Okay, wenn ich auf die Atom Dungeon klicke, steht da wiederverwerten. Mit. Haben wir die Kathedrale der Kreuzritter? Wo ist die? Kirchistan. Kathedrale der Kreuzritter. Ne, die haben wir nicht. Es ist Stufe 23. Ja, muss die machen, ne? Oh, warte, ich glaube nicht. What? Da steht Blitzrufer. Oh. Was ist das? Weiß ich nicht. Man könnte halt ein bisschen sein, was mit Blitze zu tun hat. Aber. Mal gucken. So, was habe ich denn hier für welche? Blutgetränkter Fels, den haben wir. Glockenturm von Sakara, den haben wir, glaube ich, auch. Glockenturm von Sakara, ja. Lubans Ruhe, das haben wir letztens gemacht. Skos Glen. Jetzt sollte ich alle alphabetisch ordnen. Ich habe die ja nach Bereichen geordnet. Und Schirokohle in Kirgistan. Also ich habe nur alte. Aber es ist ja immer, wenn man die verwertet hier, kriegt man dann auch die Dinger. Da steht verwerten. Ey. 18 Siegespulver, Siegelpulver. Okay. Dann auch da anscheinend. Ah. Hast du schon von einem Pferd das neue Ding mal ausgecheckt? Ah nee, habe ich gar nicht geguckt. Ey. Ist ja nur ein so Schierzeug oder so. Ich muss erstmal den Aspekt hier extrahieren. Das ist wieder mehrere Skelettkrieger, da brauche ich Reserven von. Habe ich überall Edelsteine drin? Ja, ich krieg ja gar nichts mit Sockel. Ich weiß, man kann Sockel da reinpacken, aber. Ne? Mehr Pferde in dem Gabuff hier. So. Gibt's hier überhaupt einen Stall? Da unten ist der. Stellen wir mein Ding hin. Ja, meine ich. Goa-Ruin haben wir schon. Du hast eins, was wir machen können. Ich weiß nur nicht, was uns da wieder für einen Scheiß erwartet, ne? Ach. Ja, ja, das sieht richtig ärmlich aus, das ziehe ich auf gar keinen Fall an, ey. Glück. Das ist mein armes Pferd, ey. Seid ihr wohl auf, Reisender? Ja.
jetzt die Rüstung an. Auch schon. Überflutete Tiefen. Blitzschaden, verstärkte Elite-Gegner, Monsterblutungsschaden, Monster widerstehen Kälte, verlangsamende Geschosse. Okay. Aber ich sollte vielleicht reparieren, ne? Ich habe mich einmal wieder belebt, glaube ich. Nicht so lange ich, in der Stadt bin. Ich guck mal, ob irgendwo ein Weltboss hier noch ist. Ich glaube, ich sehe, dass wir schon wieder keinen hier kriegen. Bum, 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 bum. Die geben mir immer so geile Sachen. Da ist irgendwas. Legionsereignis. 1:57. Ja, das schaffen wir nicht mehr. Glaube ich nicht. Wir sind noch in der Stadt beschäftigt. Haben wir denn mal Legion? Wo sind die ganzen Weltbosse jetzt auf einmal? Hier sind neue Legionsereignisse. Ich will auch keiner Legion beitreten. Gar nicht hin. Du bist in einer anderen Stadt. Ja, ganz woanders dann. So, soll ich das aktivieren? Ja, mach das. Okay, wir werden wahrscheinlich gleich wieder kreischend da rausrennen. Nee. Kommt wieder, wenn ihr etwas braucht. Ach, warte, Level 24 war das? 23. Alles klar. Kathedrale der Kreuzritter. Während Hurricane aktiviert ist, erhaltet ihr plus 2 Ränge für eure Gestaltwandler-Fertigkeiten. Cool. Blitzrufer. Ihr ruft gelegentlich Blitzschläge bei, die Gegner in der Nähe Schaden zufügen. Okay. Todesimpuls. Die grünen Sachen sind immer positive Sachen. Also, die Sachen darunter sind immer die anderen Sachen. So, ich glaube, das ist wieder das mit den. Mit diesen. Die Gegner können explodieren. Ja, das ist ja nicht so schlimm. Ne. Nee. Wir machen erhöhten Blitzschaden. Ich mache nichts am Blitzschaden, glaube ich. Ich auch nicht. Das ist was für deinen Magier. Ja. Na, Daniel, wir tragen Partnerlook. Ja. Sieht schon wieder aus wie die blutrote Kathedrale hier, die Kapelle. Ey. Ja. Für dich ist doch alles die blutrote Kathedrale. Oder Kapelle. Boah. Was hat mich denn von da hinten erwischt? Ja, der Schreckensritter, ja. Das ist die Explosion, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Was ist das für ein riesiges Vieh? Was ist das für ein Lichtschall, der da macht? Ich habe keine Ahnung, ich habe dazu gesehen. Oh Gott, oh Gott, ich bin nirgendwo sicher. Ah. Ja, ich gehe einfach ich da durch. Deine, die alle nur zurückschlägt. Ich rette dich, schnell geklappt. Oh! Ist das ein Angriff von dem? Ach Gott, der Typ ist ja riesig. Nicht bereit. Keine Sorge, ich bin dein Schild. Ich werde dich beschützen. Ah. Aha. So wie Clive Joshua beschützt. Ich bin dein Schild. Aua. Ich glaube, das ist der Angriff von dem, dieser Lichtstrahl. Aua! Oh, der hat einen Doppelgänger, leck mich! Feuriger, fahrender Ritter. Ritter war der? Das war der feurig fahrende Ritter. Alles klar. Ach ja, wir tun ja. Ne, wir tun. Ich habe einen Blitzschaden, wir tun Blitzschaden. Die wir wieder auslösen. Bei den Gegnern. Das ist nicht schlecht. Ja, was ist das denn hier für einer? Er tut irgendwie so Lichtstrahlen auf die anderen Gegner irgendwie drauf packen. Die irgendwie buffen ja. Oder so, keine Ahnung. Ich würde sagen, das macht Schaden bei uns, weiß ich nicht. Nee, das geht irgendwie auf die. Auf Blitz. Blitz. Ja, er tut dann auf seine Kollegen machen.
Boah. Die Ritter sind größer als mein Golem, ey. Fuck den Herr. Da sind ja diese komischen, genau, okay. Smack. What? Ja, diese großen Rüstungen, die tragen, da ist ja einer drin, das ist ein so. Ah ja, genau. So Gundams. Ja, genau. So, deine Frage, ne? Attack on Titan. Eine Gundam-Serie oder nicht? Ja, okay, ich weiß schon, wo das... Ich würde mal sagen, nicht. Sag. Weiß, warum der Gedanke da kommt, ja. Aber zu fleischig. Ja, Gundam, weiß ich nicht, das ist mir für mich, wenn die in Robotern drin sitzen, in Maschinen und nicht in Fleischpanzern, ne? Wieso denkst du, das ist ein Gundam? Naja, ich habe mal irgendwie gehört, wie das jemand so erwähnt hat. Da habe ich mich gewundert, was du darüber denkst. Kleine Kiste. Makelloser Schlüssel. Wo ist der Schlüssel hin? Ich habe ihn schon gegessen, keine Sorge. Das ist ein Typ mit einem Schild. Ach, der hat wieder ein Schild, Kasse, das geht bloß weg von mir, ey. Ich greife einfach an, Daniel, das macht zwar keinen Schaden, aber ich mach das Geräusch. Pio, pio. So. Ja, Daniel, ich helfe dir, der hat die Klon an mir bestellt und dann ist er gestorben. Naja. Ja. Er ist gar nicht Palpatine. Ich dachte die ganze Zeit, er wäre Palpatine gewesen. Das ist teilweise korrekt. Nachdem der die Armee bestellt hat, hat Dooku den halt umbringen. Unfall aus. Und dann haben die das Problem. Ich habe die ganze Zeit gedacht, da wäre eigentlich Palpatine gewesen. Aber dann habe ich mich gefragt, wie hat denn der das angestellt? Wenn die. Die kennen ja den Typ angeblich. Das war Dooku. Er hat das Projekt dann übernommen, nachdem der die bestellt hat, die Armee. Mhm. Aber wir hätten ja, dann hätten die ja doch bemerkt. Wir können ja in den, diesen, da war ja ein Jedi und die haben ihn ja erkannt. Er hat ja irgendwie nicht geklappt. Aber der war ein ganz anderer Typ irgendwie. Der hat, ich habe das irgendwie nachgelesen irgendwie, der hat irgendwie, weil er halt irgendwie damit gerechnet hat, dass die Jedis nichts machen, hat er irgendwie im Geheimen eine Armee aufgebaut für die Republik. Ja. Für dir ist halt für dir sehr, dem war klar, die Jedis. Der hat vorher, ja. Der hat eine Vision gehabt, dass Krieg kommt. Er wollte deine Armee. Ja. Er hat gewusst, ja, die Jedi sind, die sind wieder alte Jedi und machen nichts, ne? Deswegen baue ich die mal selber auf. Ja, jetzt kommen wir hier nicht weiter, dann. Wo sind wir jetzt? Ja, wir müssen irgendwo. Oder nicht? Oder ich habe doch gerade damit. Was so? Ich habe doch den Schlüssel aufgehoben. Oder? Ich? Ja? Ja. Ich bin schon, ich habe den aufgehoben. Nein, ich war schneller. Was ist oh das hier? Gott, also, Mensch, Bruder, schafft ihr. Kann man aus dem Boden. Okay, gekommen. Das sind mir zu viele. Ultimate, Ultimate. Ja, ich auch. Ach, Gott. Nein! Einer nach dem anderen, einer nach dem anderen, bitte. Oh, sehr gut. Ich werde hier sogar von drauf gehen. Ja, auch auf dem Boden los. Ah. Ich habe keine Essenz mehr. So viele dicke Gegner. Okay, du bist getrennt. Ha? Ah, natürlich ist ja wieder einer mit so Feuer. Oh, ich habe nur einen Trank. Ah, der hat sich zu mir hinter. Oh, die hat. Oh, ist ein, oh, die Tür ist hier zugegangen. Verdammt. Ich wollte eigentlich einen Rückzug machen. Ja, ich kann jetzt ja auch. Oh Gott, aua. Ich habe auch keine Tränke mehr. Ich habe keinerlei Tränke. Schon einen von euch kriege ich noch. Ne, ich bin tot. Ah. Wir haben nur einen letzten dahin. Okay. Dann. Ja, wir müssen uns gleichzeitig, ne? Einer von uns wird uns bestimmt nicht hier wieder überleben.
So. Ich wurde von alleine wiederbelebt, weil man da nicht rein kann. Ach so, okay. Na gut. Das ist ein bisschen heftig da drin. Ja. Oh, nee! Ich spawn alle neu. Oh, das schaffen wir doch nicht, Alter. Ich geh sofort auf einen von denen los. Da sind die. Verkohlter Bote, komm her. Na, ganz ruhig, ganz ruhig. Ich muss mal. Komm her, Stück. So. Du in der Mitte. Die ganze Zeit so Laserstrahlen auf die zwei großen da drauf fallen, der eine. Ja, meine ich ja. Irgendeiner macht hier die ganze Zeit solche Sachen. Jetzt wappt die irgendwie hoch oder so, keine Ahnung. Wo ist der? Ich sehe den nicht. Der da, komm her. Ich muss warten. Komm her, auf Stück, komm her, auf Stück. So, der ist weg. So, der ist weg. Aua. Komm her, auf Stück. Ah. Okay. Das war heftig. Ja. Die alle wieder von Anfang an respawned sind, ey. Ja, das war scheiße. Ich dachte, wir müssen nur noch gegen die 3-4 kämpfen. Ja, habe ich auch gedacht, ey. So. Zum Glück habe ich meine Tentakel gehabt, Daniel. Ja. Töte ja, schon. Einmal geschubst und einmal gewischt. Da unten ist ein Boss. Ich schubst den einfach weg. Autsch, ich bin tot. Oh nein. Ja, ich war eingefroren und dann hat mich die Feuerwelle da erwischt. Was? Das ist ein Buffer, pass auf. Ich muss mal. Der andere geht andersrum, da will ich jetzt über den Listen da hin. Pass auf, Eis! Ja. Oh, da ist schon wieder Eis und... Ich hab die alle zu mir! Komm, kann mich nicht bewegen! Boah. Boah, einer von den Strahlen tut den anderen mit dem Strahl hoch. Boah. Haben wir die schon die vergrabenen Hallen? Weiß nicht, kümmern wir uns gleich rum. Gar nicht so ein guter Moment. Oh Gott, oh Gott, ich hab nur noch einen Tank. Ja, raus zum Teufel. Na, oh. Oh, komm mal einer her. Du da. Oh, ich bin schon wieder eingefroren. Ah, nein. Okay, den Kleriker habe ich aber noch mitgenommen. Glaube ich. Ich hab einen, den komischen. Oh, Eis, geh weg. Ah, einer von denen ist weggerannt. Oh, der hat ja noch volle Energie, der Typ, ey. Der andere ist weggerannt. Hat sich erwischt, okay. Ja, ja. Der Boss ist noch bei dir, schade. Nein. Was war das? Warte, ich komme. Was war das denn jetzt schon wieder? Wie hat er mich getötet? Boah, ich bin doch dem Eis ausgewichen. Ich sehe nie, was mich da um. Das nervt. Ich bin extra weiter weggegangen, weil ich gesehen habe, dass da Eis am Spawn war. Das hat mich trotzdem wieder irgendwas umgebracht. Ich weiß nur. Ey, nervt so was von, ey. Jetzt hat er wieder volle Energie, ey. Autsch! Das war wert. Oh, da ist doch was. Okay. Na, voll chillig. Also hat Atomsiegel eingesammelt. Ja. Okay. Und gleich kommt man.
Haben wir die denn schon? Weiß ich nicht. Mal überprüfen, wenn wir hier raus sind. Okay. Oh, ist doch mal gut jetzt. Ich bin noch nicht bereit. Deinen blöden Wänden, ey. Hier wäre irgendwas Geiles. Alle Treffer sind kritische Treffer, alles klar. Meine. Gemerkt, die kritischen Treffer erkennst du daran, damit wenn der Schaden dann gelb ist. Ah, okay. Das ist mir gar nicht aufgefallen, ne? Sonst, wenn du dem Gegner Schaden machst, ist die Zahl ja weiß. Und wenn das gelb ist, ist das kritischer Schaden. Okay. Okay, ist mir noch nicht aufgefallen. Ja, da bin ich auch die Farben. Blitz. So. Schon wieder ein Horrorhauptmann. Horror. Wow. Das ist Affe. Hab ihn. Da ist noch einer. Ich bin noch nicht bereit. So, hab ihn. Nur da ja, waren wir noch ein Boss da unten am Rhein. Oh, das ist ein Schild wieder, ey. Was war das für ein Geschrei gerade? Hast du das auch gehört? Nee. Oh. Aber er haut mich, ich bin betäubt. Ich schub den. Warum hat denn der schon wieder voll AP? Ich bin noch nicht. Er hat auch voll wenig AP. So angehört, als hätte ein Charakter gesagt, verkack. 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 Soiled it. Soiled it. Ah, Gott. Hier sind so viele Todesfallen. Des Todes. Ich bin noch nicht bereit. Ja. Oh, ich gebe vielleicht den Doppel ab, glaube ich. Nur ein Trank. Ich gehe rein. Da. Oh nein. Ich habe auch schon wieder eine Gruppe getriggert. Ich bin noch nicht bereit. Oh, Tränke. Ich hab ihm in den Rücken geschossen. Ein Stachelknüppel. Oh, Trank. So. Dann noch er hier und dann noch der Boss, nehme ich an. Oder nur noch er, keine Ahnung. Sieht jetzt irgendwie. Ne, da ist eine Tür. Also müssen wir da gleich. Oh Gott, jetzt sind ja auch voll viele Gegner. Muss ja raus. Ich hab noch mehr, die hintere Gruppe habe ich auch getötet. Feuer. Ah, null Tränke. Oh, gib mir den Trank da. Oh, Tränke. So. Ja, dicke.
Der dicke, dicke. Welcher dicke? Aua! Der dicke, welcher dicke? Mehrere! Ja, wie viele denn aus? Also irgendwo ein Buffer. Da. Ja, sind zwei Stück, Daniel. Ich würde sagen, ey, die halten ja voll viel aus, ey. Da habt ihr. Ich bin auch nicht bereit. Ah, Steine vom Himmel. Ich glaube, von der Decke sind die eher, Daniel, aber okay. Oh, ich gehe gleich drauf. Ich nicht noch einen Trank finde, da ist ein Trank. Meiner. Aber wieso ist denn der gestielt? Geht raus, du Fisser. Der ist Flat Boy. Wer ist er denn? Ich muss machen. Hier ist ein Typ. Von unserer Seite. Ja, ich bin wieder so eigentlich geschrien, ey. Ich höre nicht mein Geschrei so laut. Mein Geschrei war tönt deren Geschrei. Oh. Oh, Wind. Wer bist du? Wer bist du? Okay, was auch immer. Ich sehe ja noch irgendwo einen Gegner da. Da steht da so ein Typ. Wo? Hier ist da niemand. Das ist hier nicht. Ich sehe hier gar niemanden. Hier steht so ein Typ bei mir. Ja, ja, keine Ahnung. Das ist eine so. Frau oder so. Ich schwebe in der Luft. Na, wenn hier ist das Ereignis, ja, sag ich doch. Weiß nicht, ob wir hier reingehen sollten. Ja, wir sind schon drin, Daniel. Jetzt können wir nicht mehr raus. Du weißt doch, Daniel, wie in den Simulationen. Du musst dich schon mal bereit machen, dich zurückzuziehen, Daniel, weil ich als erstes sterben werde. Ja. Also ich sag einfach ja. Ich hab einfach nur, ich hab nur drei Tränke, also. Ja. Ich hab nur 9. Gott. So, da geht rein. Jetzt hast du den von meinem Golem angeschlossen. Hey, Kathedrale der Kreuzritter. Das klingt neu. Das bockt euch die Dungeon, die wir gerade machen. Ah ja, der Kreuzritter, ich hab Volltreffer verstanden. Die Kathedrale der Volltreffer. Ja, hab ich verstanden. Okay, ich versuch nicht. Ich versuch nicht da reinzurennen, wenn du die da dran ziehst. Ja, kannst du ja von mir aus machen, ey. Ihr habt da die nehmen Schaden. Ich konnte auch meinen Schwinger einsetzen. Aber der hat sich überall. Ich hab's geschafft, ey. Das war auch chillig. Ja. Oh, Ring Vermachter, meinte ich mal was Neues, ey. Nein, ich nicht. Warum habe ich nicht bekommen? Der besser als der schlechte? Nee, der ist schlecht. Der ist sehr viel besser. Wieso habe ich denn jetzt schon wieder 9 Tränke? Keine Ahnung, durch die Gegner, die du getötet hast, nehme ich mal. Ja. Boah, ich bin kurz vor Level 74. Das dauert noch ein bisschen. Ist noch ein Gegner. Das ist ein guter Dungeon eigentlich. Ja. Ich mag diese Ritterfuzis irgendwie.
Ja. Ich weiß nicht wieso, ich finde das Design gut. Na, oh, jetzt noch eher, ja. Ah ja, was geht? Aber der ist schon wieder der Grad führt. Also mit den Bossen, da sind wirklich, die Ideen ausgegangen. Ich weiß, du kannst dich wieder nicht an den erinnern, Daniel, aber gegen den haben wir schon oft gekämpft. Ja. Genau wie gegen die ertrunkene Seehexe. Ja. Alter, ich komme nicht an den ran. Oh nein, ich muss da einen, Trank benutzen. Ja, war beeindruckend, wie die Boss einfach viel schwächer ist als andere. Was? Eine Sekunde später tot. Ich weiß jetzt nicht, was der gemacht hat, ey. Wie hat der das denn gemacht? Ich hab doch volle Energie gehabt, ey. Aber ich nehme an, dass noch ein Gefängnis ist explodiert. Ja, okay, das macht Sinn. Da lag ich voll die Waschlappen. Boom, eine Sekunde später tot. Das ist der Makaber. Die Bosse, ja, die sind eigentlich was. Mach die Klappe voll, die hat explodiert. Ja, eine Sense, heilig. Yay. Herzlichen Glückwunsch, ihr habt Stufe 74 erreicht. Boah, so viel Punkte jetzt. Ey. So, plus 6. Plus 6 Verteidigung, cool.